Katy Perry bei den Dreharbeiten für die neue ProSieben We Love to Entertain You Kampagne. Ihre aktuelle CD Teenage Dreams ist weltweit die Nummer 1. Alle wollen sie, aber wir haben sie. Hinter den Kulissen erleben wir, was ein Weltstar so treibt, wenn normalerweise die Kameras ausgeschaltet sind. Sexy Katy ist für die Dreharbeiten zur aufwendigsten Star-Kampagne der Sendergeschichte extra nach München eingeflogen worden. Das neue ProSieben-Gesicht verrät uns kurz vor Drehstart, dass sogar einem Vollprofi wie ihr vor diesem Tag ordentlich die Düse geht. Ich habe die anderen ProSieben-Trailer gesehen und bin total glücklich darüber, jetzt auch einen machen zu dürfen. Sie sind immer super, wie richtige Kinofilme. Es sind tolle Leute hier am Set und ich hoffe, dass ich heute auch gut sein werde. Es soll ja ein großartiger Spot werden. Der Spot spielt im Jahr 2050. Promi-Reporter Steven Gätjen trifft die 26-Jährige und hat sich dafür ebenfalls extra in seinen silbernen Future-Anzug geworfen. Steven und Katy kennen sich gut. Schon beim Finale von Germany's Next Topmodel haben sie sich blendend verstanden. Tja, die Liebe zum Verkleiden verbindet eben. Dein Outfit sieht toll aus. Deins auch. Aber meine Schuhe sind zu klein. Solange sonst nichts zu klein ist. Na, liebe Katy, genau wegen solcher Sprüche gilt die Pfarrerstochter mittlerweile als Sexikone. Doch wie offen ist sie über ihr Privatleben? Angesprochen auf ihre bevorstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten, Schauspieler Russell Brand, ist sie immer wieder äußerst zurückhaltend, wie schon beim Finale von Germany's Next Topmodel. Wäre deine Hochzeit auch ganz verrückt? Ich denke schon, denn man heiratet ja nur einmal. Was können wir erwarten? Das werdet ihr erst viele, viele Jahre später sehen, wenn ich die Bilder zeige. Während bei unseren Dreharbeiten auch kräftig Fotos für ihre Twitter-Seite geschossen werden, hält Katy uns über die Beziehung zu ihrem Verlobten Russell Brand auf dem Laufenden und postet auch mal gerne solche Bilder von ihm. Bei diesen außerirdischen Fotos fragt man sich, in welcher Zeit würde das verrückteste Traumpaar Hollywoods am liebsten leben? Ich fände die 40er oder 50er Jahre am besten. Oder sogar die biblischen Zeiten. Da könnte ich einige Antworten über das Leben finden. Es muss sich ja nicht immer alles um Mode drehen. Würde Russell diese Zeit auch gefallen? Oh ja, er würde sicherlich die Zeit von Jesus wählen. Er würde auch immer barfuß durch die Straßen laufen. Er ist halt ein Hippie. Na, das wird ein Spaß, wenn die beiden heiraten. Einen Termin gibt's noch nicht, aber Katys beste Freundin Rihanna soll Trauzeugin werden. Und die ist jetzt schon damit beschäftigt, den Junggesellinnenabschied vorzubereiten. Für Katy muss das richtig fett werden. Ich kann Ballons organisieren oder Disney-Figuren. Ich kann machen, was ich will. Katy wird daraus auf jeden Fall eine wilde Party machen. That's just Katy Perry. Richtig so. Außerdem weiß sie ja auch, wie man sich als Popstar passend verpackt. Hauptsache, es knallt. Die Style Queen verrät, dass schon ihre Mutter mit kleinen Katys Vorliebe für außergewöhnliche Kostüme zu kämpfen hatte. Meine Mama erzählt mir immer, dass ich mich jeden Tag extra fürs Frühstück, Mittagessen und Abendessen umgezogen habe. Und das mache ich heute noch. Schon als Kind habe ich am liebsten pinke Prinzessinnenkostüme getragen, kombiniert mit so ganz billigen Plastik-High Heels aus dem Spielzeugladen mit ganz viel Chichi dran. Eine Spaßprinzessin ist sie auch heute noch. Katy verliert auch im größten Stress nicht ihre gute Laune. Deshalb hat sie es in gerade mal 2 Jahren nicht nur vom Nobody zum Superstar gebracht, sondern auch zum absoluten Celebrity-Darling. Niemand Geringeres als Eva Longoria und Rihanna gehören zu ihren besten Freundinnen. Ich liebe meine Mädels. Mit L.A.-Skandalnudeln kann ich aber gar nichts anfangen. Meine Freundinnen sind alle am Boden geblieben. Es ist immer lustig mit ihnen. Wenn wir zu Preisverleihungen gehen, sitzen wir nebeneinander und haben eine Menge Spaß. Ihr Sympathie-Geheimrezept? Sie nimmt sich selbst nicht so ernst. Mal wird sie bei den Kids' Choice Awards fies mit Schleim bespritzt. Autsch! Mal rutscht sie bei einem Konzert vor tausenden Fans auf klebriger Sahnepampe aus und kommt einfach nicht mehr hoch. Völlig egal. Über sich selbst kann Katy am meisten lachen.
So ausgelassen erleben wir Katie denn auch beim Dreh des Pro7-Spots. Nach stundenlangem Dauerperformen für die Kameras hört sie immer noch nicht auf, durch Set zu tanzen, bei Drehpausen mit den Jungs ihres Make-up-Teams rumzublödeln oder was immer das auch ist, was die Gute da macht, um die Backup-Tänzer am Set bei Laune zu halten. Ich wäre da jetzt auch gern drin. Für Katie ist das alles ein großer Spielplatz. Ich habe super viel Spaß hier heute. Ich kann all diese tollen Kostüme tragen und fühle mich wie in einer anderen Welt. Alle hier sind so kreativ. Tja, bei Katie gibt's eben kein Normal. Und das soll auch so bleiben. Im Spot können wir schon sehen, dass sie sich in der Zukunft pudelwohl fühlt. Im wirklichen Jahr 2050 wird sie 66 Jahre alt sein und natürlich kein bisschen leise. Ich werde dann immer noch Musik machen. California, go. Und ich werde mit einem Gehstock rumlaufen, an dem Disco-Kugeln hängen. A walker with Disco-Balls on the end of them instead of, you know, the Tennis-Balls. Soweit ist es aber noch lange nicht. Wir erwarten erstmal ihre Hochzeit und bis dahin versüßt uns Spacey Katie mit dem neuen Pro7-Spot die Zeit. Und wie? Denn diesen Satz haben wir so sexy noch nie gehört. We love to entertain you.